Okay. Okay, warte. Ein Versuch nur, ne? Dann mach ich's offscreen. Dann sage ich euch, wie es geht, wenn ich es rausgefunden habe, nach 500 Jahren. Da nicht hoch. Das geht. Mann, ey, ich stehe auf dem Schlauch. Das gefällt mir nicht. Ich komme nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Zu spät, zu spät. Ich will das jetzt noch einmal so probieren. Ich will das jetzt noch einmal so probieren, dass ich hinter dem Ding stehe und da drauf springe, sobald der Winter kommt. Und vielleicht ist das ja nur eine Ablenkung da oben. Vielleicht musst du da oben gar nicht drauf. Weil so würde sie es ja schaffen, da hochzukommen. Dammit. Ich drücke immer eine Sekunde zu spät. Aber ich kann es mir auch nicht angewöhnen, eine Sekunde früher zu drücken. Geht ja leider nicht. So, wir nehmen jetzt fast eine halbe Stunde auf. Das heißt, ich probiere das jetzt noch, bis wir 30 Minuten aufnehmen und dann mache ich es aufs Klo. So. Ich weiß schon, ich bin so hartnäckig, ne? Nein, nicht hoch! Nicht! Nicht! Das funktioniert jetzt auch nicht. Ja, ich weiß! Ist ja gut, jetzt hab ich kapiert. Okay, nur das Timing muss stimmen, ist okay. Ich probier's jetzt offscreen, Leute, weil es hat keinen Sinn, wenn wir uns jetzt 5 Stunden damit rum ärgern. Das hat keinen Wert. Ich probier's offscreen, sobald ich weiß, wie es funktioniert, wie das Timing ist. Sehen wir uns wieder, also für euch sind das jetzt vielleicht 2 Sekunden und... Oh, der Ruff redet ein bisschen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Oh Gott, bin ich doof! Ja, Freunde, ich bin wieder da. Ich hoffe, ich habe das. Ich hoffe, ich denke daran, das drin zu lassen. Die Lösung, wie man es machen muss. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das Ding runterkracht, weil Lara vielleicht zu schwer ist, wenn irgendwas drauf ist. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist zeitbedingt. Dieses blöde Ding da unten, dieses Kasten da, auf dem man drauf muss, das ist zeitbedingt. Der kracht nach einer bestimmten Zeit wieder runter. Kurbelt man ihn also zu früh nach oben, kracht er auch wieder zu früh nach unten. Und Lara schafft es nicht, nach oben getragen zu werden von diesem Wind. Also wartet man einfach ein bisschen und kurbelt dann nach oben. Ey, das ist... So eine Leitung zu haben, ist auch unglaublich. Wahnsinn, ey. Aber das war das einzige Rätsel hier. Ne? Das war das einzige Rätsel. Oh Mann, ey. Okay, komm, pack aus, Lara. Halle des Aufstiegs gemeistert. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffenlager.
Handfeuerwaffe. Belohnungsorte ansehen. Au, wir müssen ganz nach da hinten. Und ich bin ganz da vorne. Hinten. Wie auch immer. So. Freunde, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Aber so eine lange Leitung, ne? Es ist der Wahnsinn. Ich wirklich, ich habe mich so da drin verbissen, dass ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, dass es natürlich wieder zeitbedingt sein könnte, weil so viele Sachen sind zeitbedingt. Nach einer bestimmten Zeit kracht das runter, nach einer bestimmten Zeit schließt sich wieder die Tür. Und. Nie, ich habe mich so verbissen einfach auf das Gewicht, dass es vielleicht mit dem Gewicht zusammenhängt, dass ich das andere gar nicht mehr, dass ich das einfach nicht mehr wahrgenommen habe, dass es auch an was anderem liegen könnte. Es wär so einfach gewesen, dieses Grab schneller zu meistern, aber okay. Dann halt nicht, ne? Dann musste man es halt auf die harte Tour lernen, den wir ewig gebraucht haben. Oh Mann, ey. Nun gut. Haben sie dann doch noch geschafft. Irgendwie. Und hier. Hier, wo liegt's? Hier liegt's. Gut. Dann. Hä? Ich will das jetzt eigentlich nicht ausprobieren, ne? Nix. Aber da drüben ist das Rauchsignal. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich probiere es jetzt trotzdem aus, darüber zu springen. Eierwilderin. Schäm dich, Lara. Schämen Sie sich, Frau Croft. 1 von 5 Eiern gestohlen. Bitte was? Das ist eine Herausforderung, okay. So, 7 von 10 Statuen haben wir bereits. Das wird doch immer besser. Da passiert hier irgendwas? Nö. Gut, dann hier. Runter. Und hier haben wir auch wieder was Schönes. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Okay. Das ist doch auch was Interessantes gewesen. Das ist sehr schön. Wie zum Henker soll ich ihn? Ah, okay. Darüber kommt man sich schon erledigt. Ich hab schon gesehen. Also jetzt nicht wie ich hier rüberkommen soll, sondern wie ich links rüberkommen soll. Aber ich habe es schon gesehen. So, hier liegt noch was Schönes rum. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen.
Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay, also Leute, diese Insel ist verflucht. Ja, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Diese Insel ist verflucht. Ich muss definitiv. Hört der Wind auch mal auf? Ich habe Angst, dass die mir jetzt hier gleich einen Abgang macht, wenn der Wind zu stark ist. Mhm. Das werden wir herausfinden, Lara. Jetzt entzünden wir mal hier schön die Fackeln. Oder die Laternchen, was auch immer. Und dann werden wir den Kerl mal suchen. Ich meine, weit kann er ja nicht gekommen sein. Oder so lange ist ja dieses Notsignal noch nicht her. Okay. Aktuelle Position Bergpass. Ja? Hallo? Okay, das Spiel ist nicht hängen geblieben. Es geht noch. Aber ich kann nichts machen. Außer auf Pause drücken. Hallo? Hä? Kann mir jetzt mal bitte einer erklären, was das jetzt ist? Warte mal. Hallo? Okay. Ja, dann lade ich den letzten Speicherpunkt neu. Was bleibt mir denn anderes übrig? Wenn hier nichts mehr passiert. Ich sehe kein Ladebildschirm, also oder kein Ladezeichen, nix, gar nichts. Aber kann mich hier nicht mehr fortbewegen. Ah! Okay, jetzt funktioniert's. Also, ich glaube, es hat sich ein bisschen verbockt. Rod hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Okay, neues Lager entdeckt. Ausgedorrte Schlucht. Dann setzen wir uns doch dort mal nieder. Und wieder kein... Das geht jetzt nicht. Tagebuch von Lara. Okay. Wir können einen Fähigkeitspunkt vergeben. Kämpfer-Upgrades hätte ich doch mal gerne. Axthiebe gemeistert. Axtexperte, versetzen Sie Feind mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Ausweichkonter, weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Ich nehme aber Axtexperte erstmal. Drücken Sie Dreieck, um betäubten Feinden mit der Axt den Rest zu geben. Oh, das sieht brutal aus. Okay. Gut. Und dann mache ich hier erstmal einen Cut.
Wir haben jetzt in dem Part ein bisschen was erlebt. Die meiste Zeit hatten wir uns ja dann... Also das wird wahrscheinlich noch im letzten Part passieren, glaube ich. Oder im den, je nachdem wie ich schneide. Haben wir uns ein bisschen mit dem Grab aufgehalten. Ein bisschen arg lange. Aber gut, wir haben es ja dann noch gemeistert. Und ja, wir müssen immer noch den Captain finden. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese Insel verflucht ist, dass es da auf der Insel spukt. Aber ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.